Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crysis 3 Remastered. Vielen Dank, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und wir machen mal hier weiter mit der Satellitenantenne. Beziehungsweise Nexus. Warum haben die uns jetzt gesehen? So, das hacken wir mal. Mich würde trotzdem interessieren, warum die auf uns reagiert haben, weil wir waren ja unsichtbar. Ach, das war Minen. Können wir den auch hacken? Wo ist der? Kleine Panzer jetzt hin? Bis zu Ende. Der Arme. Naja, wenn wir schon hier sind, können wir auch runterfahren, ne? Nee. Ich fahr auch gerade. Alles gut. Sag mal. Also ich will da ja gerne hochspringen, aber irgendwie darf ich nicht. Danke.
Oh, spring doch nicht gleich so hoch, du Idiot. Toll. Alles klar, die sterben halt auch einfach nicht. Gut. Raus hier. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Jo. Die Visionen. Das Energiefeld im System X reizt die mesialtemporalen Areale des Gehirns. Das führt zu Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzinationen. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie jetzt einfach weiter. Was ist hier los? Ja, wissen, ne? Psycho, ich bin drin. Hacke jetzt CS Ausfallsicherungen. Sie nicht gewesen sein. Anscheinend ja schon. Der Alpha Chef.
wenn deine Visionen stimmen. Heißt das, jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme. Dass ich ihn töten kann. Alles klar. Dann machen wir das, ne? Das hier habe ich aus Self-Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Diese Kreatur war die Quelle von Cells Energie. Der Alpha-Seth. Er ist viel mächtiger, als ich dachte. Aber als ich in seiner Nähe war, sah ich Dinge, die er mir lieber nicht gezeigt hätte. Wenn sie in meinen Kopf können, kann ich vielleicht in ihren und ihre Schwäche finden. Psycho, gibt's hier irgendwo eine Anzugmulde? Ja. In dem Labor, in dem Cell mich festgehalten hat. Wir treffen uns dort in 30 Minuten. Pass auf da drin, Michael. Es gibt Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Verzeihen, weil sie das gemacht hat, oder verzeihen, weil wir es nicht verzeihen können? Oder in dem Fall Psycho. Sind eben angekommen. Dann drücken den Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Hier ist alles sicher. Falscher Alarm. Verstanden. Durchsuchung fortsetzen. Kein sichtbares Ziel. Rückenschluss in echtem Kontrollpunkt. Ist da was? Hab mich wohl geirrt. Das ist schon cool, ne? Das wäre gut, wenn wir das auch so machen könnten. Verdammt, wo ist der hin? Sicher! Hier ist auch alles klar. Nein, keine Spur von Prophet. Bitte komm. Blacktail Actual, hier ist Blacktail 9. Alles okay bei Delancey 4 Alpha. Rücken vor zum nächsten Quadranten. Over. Negativ, Blacktail 9. Nix hat Red Star Rising ausgeschaltet. Alle Patrouillen werden abgezogen. Red Star Rising, bitte sagen Sie das nochmal. Over. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Oh nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist los mit denen? Red Star Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht. Scheiß auf Prophet. Verschwinden wir. Hey! Was ist mit Steve? Vergiss ihn, der kommt schon nach. Mhm. Schon mal von diesem Red Star Rising gehört, Psycho? Nein, noch nie. Cell kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Tarnfeld aktiviert. Scheiße. Rasch und Cell sind offline. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Ich dachte, die wollen reinhauen. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Ja, gut, ne? Nehmen wir die mal mit. Da steht einer. Oder auch nicht. In deiner Nähe liegt ein deaktivierter Iron Horse, ein Geheimdienstmelder. Sie nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Prophet, falls du diese Infos siehst, erfährst du vielleicht, wer mich gefoltert hat.
Mann, das könnte ein Fundus von Zellgeheimnissen sein. Jo. Dann gehen wir da mal hin, ne? Und tun Psycho nochmal den Gefallen. Ich habe Iron Horse gefunden. Klasse. Such jetzt die Akte des Kindlabors. Ich umgehe ihn! Ich gebe dir falsche Schuss. Feuer! Mhm. Oh, leg mich am Arsch. Ein deaktivierter Iron Horse, ein Geheimdienstmelder. Die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Robert, falls du diese Info siehst. Warum hat der jetzt auf uns geschossen? Aha, jetzt auf einmal ist er da, ja. Ich habe Iron Horse gefunden. Klasse. Such jetzt die Akte des Skin-Labors. Sie holen die Informationen mit einer Essen. Mhm. Carter, du hast nicht viel Zeit, sie abzufangen. Nicht, dass das wichtig wäre. Aber wenn wir wüssten, wer mich gefoltert hat, könnte ich einige persönliche Dinge klären. Arzi. Was steht da? Nichts. Ist zensiert.
Na so. Alles klar. Warte, ja. Oh, meine Freunde. Wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.